Hallihallo, Moritz Bauer hier, der digitale Unternehmer, heute aus Rio de Janeiro mit einem ganz speziellen Gast, nämlich mit Ole Canapin. Habe ich es richtig gesagt übrigens? Ja, ganz genau, Ole Canapin. Richtig. Ole Canapin, den ich witzigerweise vor einem Jahr kennengelernt habe auf einem Founders-Floß, wo ganz viele Unternehmer auf einem Floß einen Tag durch Berlin gefahren sind. Und seit diesem Tag will ich eigentlich Ole interviewen, habe es dann immer wieder irgendwie verplant und vergessen und es hat nicht geklappt. Und jetzt ist er mir hier witzigerweise, zufälligerweise über den Weg gelaufen in Rio de Janeiro in Brasilien am anderen Ende der Welt. Und wie sich rausstellt, ist die Welt klein. Er kennt verschiedene Leute, die ich kenne, und so haben wir uns dann jetzt hier wieder getroffen und machen heute das Interview. Okay. Ich finde es richtig geil, dass du am Start bist, dass du Bock und Zeit hast hier auf das Interview. Und Ole, erzähl unseren Zuschauern doch mal, du bist ganz erfolgreicher digitaler Unternehmer. Was machst du online genau? Wie verdienst du deine Kohle? Wie bist du dazu gekommen, was du heute machst? Ja, also erstmal danke hier für die Einladung zum Interview. Ich bin Ole, 24 Jahre alt, und ich habe ein Online-Abnehmen-Coaching-Programm für Frauen. Das sind so ein bisschen so, ja, die Hausfrauen um die 50, sag ich mal, ist so meine Hauptzielgruppe. Und für die habe ich, wie gesagt, ein Online-Abnehmen-Coaching-Programm. Das heißt, da sind Workout-Videos dabei, Rezept-Kochvideos, Facebook-Motivationsgruppen, tägliche E-Mails, also alles rund um, was man im Prinzip braucht, um erfolgreich abzunehmen. Sehr cool. Und wie kamst du auf die Idee? Wie kam ich auf die Idee? Also im Prinzip, also ich habe schon immer mein ganzes Leben sehr viel Sport gemacht, habe Triathlon immer schon gemacht, also Schwimmen, Schwimmrad, Laufen, und im Prinzip war es so, ich hatte, seitdem ich 16 war, hatte ich schon immer einen kleinen Nebenjob, der war cool, das war ein kleiner Bürojob für so einen Abiturienten, Studenten, dann später so, um seine 3-4 Euros nebenbei zu verdienen, war das alles super. Allerdings hat es mich irgendwann echt gestört, dass alle meine Freunde dann während des Studiums 2-3 Monate immer wegfahren konnten, und ich brauchte halt die Kohle, weil sonst hätte ich halt nicht in meiner WG wohnen können oder hätte mir meine Sachen halt irgendwie nicht leisten können, wollte aber trotzdem irgendwie die Freiheit haben, von, ja, immer von jedem Ort aus zu arbeiten, wo ich halt arbeiten möchte. Und dann da fing es dann irgendwie an, so ein bisschen in meinem Kopf zu rattern und Ideen zu finden, was könnte ich denn machen. Und dann habe ich irgendwann einen Typen an der Friedrichstraße kennengelernt, der gesagt hat, hey, er hat da so eine Website und er verdient da so ein paar Euros drüber, er fährt jetzt nach Thailand und arbeitet dort einfach vom Laptop aus. Dachte ich, geil, das will ich so auch. So muss das Leben sein. Und von da aus habe ich dann überlegt, okay, was kann ich tun, wo drin bin ich gut? Mhm. Noch 2-3 andere Ideen davor gemacht, die alle grundlos gescheitert sind. Und dann bin ich halt so auf die Sportsache gekommen, die Abnehmensache, wo ich dann gemerkt habe, hey, das ist eine Sache, die ich den Leuten wirklich weitergeben kann, wo ich den Leuten wirklich einen Mehrwert geben kann. Und ja, dann 2-3 Jahre Hardcore durchgezogen und Hardcore gehustelt. Hier sitzen wir heute. Sag das Bild nochmal laut in die Kamera, man muss Hardcore hustlen, wenn man erfolgreich sein will. Nichts kommt von ungefähr. Definitiv. Auch also, bei dir war das wahrscheinlich so, du hast sehr viel gearbeitet, also, um heute hier im 5-Sterne-Hotel abzuhängen. Also sehr, sehr, sehr viel ist völlig, völlig untertrieben. Also ich hatte da wirklich mich einmal komplett hingesetzt und sind auch echt andere Lebensbereiche mal wirklich vernachlässigt worden. Ich kenne auch wirklich keinen erfolgreichen Unternehmer, der nicht irgendwie mal, zumindest eine Zeit lang mal richtig hart durchgezogen hat. Also ja. So diese von heute auf morgen Quick-Win-Lösung, sie gibt es einfach nicht, damit muss man sich abfinden. Es gibt smarte, kluge, schnelle Wege, aber man muss einfach Gas geben. Absolut. Sehr, sehr cool. Und also das Erste, an was ich denke, Abnehmnische ist, verdammt, da sind schon so viele Leute unterwegs und so viele schlaue Leute, vor allem auch, die viel Geld haben. Es gibt ja auch Detlef die Soße, ja, da steckt glaube ich ProSieben und Sat.1 dahinter, die sogar Fernsehwerbung schalten, um digitale Produkte am Schluss zu verkaufen. Ja. Warst du dir dessen bewusst am Anfang und wusstest, dass das ein harter Markt wird? Oder würdest du sogar sagen, macht gar nichts aus, wenn viele Leute im Markt sind, weil das bedeutet, der Markt funktioniert, und wenn ich eben einen guten Selling Point habe, eine gute Geschichte habe, dann kann ich auch mit meinem Produkt erfolgreich werden, obwohl ich vielleicht noch ganz am Anfang stehe? Also absolut auf jeden Fall das Zweite. Ich hatte zum Glück am Anfang echt wirklich das Mindset drin, oder zumindest irgendwie gelernt, dass wenn in einer Nische schon viele Leute sind, dann ist das ein gutes Zeichen statt einem schlechten Zeichen. Das heißt nämlich, dass dort Geld ist und dass dort Leute Probleme haben und nach Problemlösungen suchen. Und es ist halt meistens so, dass, also zum Beispiel der Abnehmmarkt ist ja gigantisch groß, ist ein gigantisch großer Kuchen.
Und ich sag mal, es kommt natürlich darauf an, wie groß man da irgendwie werden möchte, aber um jetzt mal irgendwie seinen eigenen Lebensunterhalt irgendwie davon zu finanzieren, da muss man ja nur ein mini winziges Stück von diesem Kuchen irgendwie abhaben. Ja. Und da reicht es, dass man einfach etwas macht, dass man vielleicht ein paar Sachen cool macht. Und also das ist ja so eine ganz große Lüge, so zu denken, dass man da nicht reingehen sollte. Ja. Und was ist das, was du anders machst, was dich heraushebt vom Markt, wo du denkst, dafür lieben dich die Leute, darum kaufen sie auch bei dir ein, darum sind sie Fans von dir? Ja, also ich sag mal, ich bin halt absolut nicht so der amerikanische Fitnesstrainer mit solchen 3 Meter großen Oberarmen und der die Leute da anschreibt, come on, 10 more push-ups, guys. You can do it. You can do it. Und quäl dich, du Sau, come on. Sondern ich bin halt eher so ein bisschen auf die empathische, sympathische Art und Weise. Ich bin dann halt, und meine Zielgruppe sind halt, dann halt auch nicht die 20-jährigen Fitnessmodels, die vielleicht genau so einen Typ halt brauchen, sondern ich bin halt für meine Zielgruppe auch wieder sozusagen die richtige Zielgruppe. Also ich bin die richtige Person für die, ich sag mal, Hausfrauen um die 50, weil die wiederum, die wollen halt nicht den amerikanischen Fitnesstrainer mit den 3 Meter großen Oberarmen, sondern die wollen halt eher den netten, sympathischen Typen von dem Mann, der ihnen sagt, hey, komm Manuela, lass uns mal ein bisschen Sport machen, komm, wir fangen erstmal an mit fünf Kniebeugen und wenn du nur 3 schaffst, ist auch okay, aber komm mal, streng dich an. So, ja. So wollen die angesprochen werden und das ist halt, glaube ich, eine Sache, die ich ganz gut kann, irgendwie empathisch, sympathisch rüberzukommen und für die richtigen Leute bin ich dann halt, denke ich, die beste Person. Alles klar, und ich weiß auch, du machst es über Facebook-Gruppen. Richtig. Und er lädt da die Leute ein und die kriegen auch erstmal kostenlos, glaube ich, 10-12 Tage einfach Informationen zum Thema Abnehmen, wie werde ich fitter, richtig? Absolut. Genau, das ist auch ein ganz wichtiges Prinzip, was ich auch jedem Anfänger oder jedem Fortgeschrittenen, jedem Business halt raten würde, was die allermeisten auch in meinen Augen falsch machen. Nämlich die meisten Leute sind irgendwie darauf aus, denken sich, okay, ich will irgendwie Geld verdienen, ich muss irgendwas verkaufen. Mhm. Und dann sind sie sofort immer darauf aus, hey, kauf hier, kauf da, hier habe ich was zu verkaufen, hier habe ich was zu verkaufen. Aber meistens ist halt so, die Leute, die kennen einen gar nicht, die haben überhaupt kein Vertrauen. Mhm. Und ich sag mal, wenn wir eine Person irgendwie neu kennenlernen, dann sagen wir der auch nicht so, hey, erzähl mir mal deine tiefsten Ängste so. Oder einer Frau sagst du auch nicht als erstes, hey, lass uns sofort ins Bett springen. Sondern man lernt Leute erstmal kennen und probiert erstmal ein bisschen Mehrwert zu geben. Und genauso ist es beim Business halt auch. Und so mache ich das halt auch mit meinen Facebook-Gruppen und meinem 14 Tage kostenlosen Fettverbrennungskurs. Mhm. Heißt, ich gebe den Leuten 14 Tage lang erstmal extremen Mehrwert, komplett kostenlos. Das erstmal nur geben. Und dann sage ich, hey, ich habe hier noch einen Kurs, du kannst auch noch weitermachen. Und dann muss man auch überhaupt gar nicht ein Top-Verkäufer sein, weil man hat einfach schon das Vertrauen aufgebaut. Am Anfang, wo ich gestartet bin, da habe ich ein paar Sachen über Marketing und Verkaufen gelesen, aber eigentlich habe ich am Ende so quasi nur gesagt, hey, hier, das ist mein Kurs, so viel kostet ja das drin, wirst du ihn haben oder nicht? Und dann kaufen die Leute auch, also deshalb ganz wichtiges Prinzip. Also das finde ich auch bei dir so cool, weil du machst so einen Anschein, als kommst du dir wirklich vom Herzen. Also du willst wirklich im Prinzip das Beste für deinen Kunden haben. Und ob der am Schluss deinen Kurs kauft oder nicht, ist gut, ja. Aber es muss nicht unbedingt sein. Du bist eher so für den Menschen da. Und viele Businesses, die ich kenne, die wirklich erfolgreich geworden sind, da sind deshalb erfolgreich geworden, weil die Person dahinter wirklich Lust hatte, Menschen weiterzuhelfen. Exakt. Und ich denke auch, also wenn du es nur machst, um Geld zu verdienen, dann wird es wahrscheinlich auch schwierig werden, weil es wird ein paar Stolpersteine geben und dann wirst du wahrscheinlich nicht sofort wieder aufstehen, weil du eh nur im Geld hinterher rennst. Und das ist auch noch ganz wichtig. Ich glaube, viele Leute, die sagen das nach außen, ja, Mehrwert geben und mir sind die Kunden ganz, ganz wichtig, aber eigentlich wissen sie ganz genau, die sind ihnen scheißegal. Und da muss man halt wirklich sich mal innerlich wirklich fragen, hey, sind die mir komplett egal oder kann ich es mal wirklich probieren, ihnen wirklich aus tiefstem Herzen auch Mehrwert zu geben und das wird sich sofort auch hier in Knete bemerkbar machen. Okay, dann jetzt eine ganz wichtige, interessante Frage ist natürlich, du gibst den Leuten 14 Tage kostenlos Coaching, die können dir Fragen stellen, die kriegen Essenspläne, Übungen, Sportübungen, im Prinzip schon alles, was sie brauchen, um abzunehmen. Ja. Warum kauft diese Person dann am Schluss noch deinen Kurs? Ganz einfach, also
also erstmal die Gruppe, die läuft halt nach den 14 Tagen ein bisschen aus, heißt der ganze Support ist weg. Mhm. Die lieben, zum Beispiel bei mir lieben sie halt auch die täglichen E-Mails, die dann halt auch nicht mehr kommen. Das ist auch eine Komponente, die dann wegfällt und die Leute wollen mehr. Und ein ganz wichtiges Ding ist auch einfach Reziprozität. Die Leute fühlen sich schlecht. So, ich habe denen gerade geholfen, 2, 3, 4, 5 Kilo in 2 Wochen abzunehmen. Die sind so happy wie noch nie davor. Die merken irgendwie, hey, das ist irgendwie ein Konzept, mit dem sie klarkommen, das irgendwie nicht super strikt ist, dass sie in ihren täglichen Alltag einbauen können. Mhm. Und dann wollen die absolut auch einfach was zurückgeben. Und es ist halt auch so klar, man kann natürlich die 2 Wochen auch immer wieder von vorne machen, weil es wird halt auch irgendwann irgendwie langweilig. Und dann will man auch ein bisschen mehr haben. Und dann so, klar, der Kurs ist dann am Ende auch nicht ganz günstig, aber ich sag mal, eine normal arbeitende, verdienende Person kann sich den halt wirklich locker leisten. Mhm. Und wofür geben wir sonst irgendwie Sachen aus? Wir geben auch mal irgendwie, keine Ahnung, bei einem großen Sonntagseinkauf geben wir auch mal 150, 200 Euro aus. Und für seine eigene Gesundheit kann man sowas dann halt auch mal investieren. Und klar gibt es in dem großen Paket gibt es dann halt auch noch Sachen, die es in dem kostenlosen Kram dann nicht gibt. Also deshalb, die Leute kaufen dann, auf jeden Fall. Und was mich jetzt noch persönlich interessiert, weil es gibt ja jedes Frühjahr eine Frühjahrsdiät, dann gibt es eine Sommerdiät, dann gibt es eine spezielle Herbst-Erbsendiät und dann gibt es wieder eine Wintersuppendiät. Ja. Und bei den meisten funktioniert das ja nicht, also weil sie immer wieder neue Diäten kaufen. Ja. Was ist bei dir anders? Wie ist deine Diät? So, dass die Leute tatsächlich abnehmen und dann auch sagen, hey, funktioniert ja bei mir, guck mal, 2 Kilo verloren, allein im kostenlosen Kurs. Ja. Jetzt muss ich denen sein richtiges Produkt kaufen. Also worum geht's da? Was machst du, Paleo oder wie funktioniert das genau? Ja, also ich sag mal, die wichtigste Komponente dabei bei mir ist im Prinzip, den Leuten klar zu machen, dass sich immer 100% an eine Sache zu halten, einfach der falsche Ansatz ist. Ich bin ein ganz großer Fan, ich nenne sie immer die 90-10-Regel. Okay. Also wenn die Leute zu 90% gut essen, sie zu 10% essen können, was sie wollen. Heißt, sie können auch die nächsten Monate und Jahre lang können sie immer auch noch Schokolade essen und Eis essen und Pizza essen. Yay. Und trinken und Alkohol trinken. Und die können alles weitermachen, was sie wollen. Okay. Aber es ist halt einfach der Unterschied, dass wenn man zu 90% sich einfach ordentlich ernährt, dass es dann einfach klappt. Ich sag mal immer so ein Beispiel, zum Beispiel, wenn wir Freitagabend sitzen wir mit Freunden zusammen, sitzen in der Bar und es ist wirklich eine super gesellige Runde und einer sagt, hey komm, ich habe heute Geburtstag, ich gebe euch alle eine Runde Bier aus. Dann würde ich zu sagen, nein, ich bin gerade auf meiner Diät, ich nehme gerade ab, das tut echt weh. Und so. Am nächsten Tag trinkt man wahrscheinlich dann 3 Bier dafür. Genau. Da dann halt zu sagen, hey, okay, ich gönne mir heute irgendwie ein Bier, es bleibt irgendwie bei einem Bier, aber das mache ich jetzt. Hm. Oder aber es ist Dienstagmorgen, man hat jetzt einen Tag Arbeit vor sich, man ist alleine morgens irgendwie zu Hause, da macht es jetzt absolut keinen Sinn irgendwie mit, einer Portion süßen Cornflakes irgendwie den Tag zu starten, weil es dir Energie raubt, der Abnehmziel nicht weitergeht. Also das sind halt Situationen, also überall, wo es eigentlich einfach ist, da probieren wirklich auch wirklich strikt richtig gut zu essen, aber dann, wenn halt wirklich die Situationen sind, die Ausnahmen sind, da aber auch null schlechtes Gewissen zu haben. Und dann kann man es halt wirklich dauerhaft durchhalten und Kontinuität ist einfach King. Und da muss man jetzt nicht die ultra strikte Diät machen. Sich ein paar Sachen halten, dauerhaft machen. Wie immer im Leben eigentlich, oder? Ein paar Gewohnheiten einhalten. Genau. Halbwegs ordentlich essen, halbwegs Sport machen. Genau. Okay, sehr cool. So einfach ist es. Sehr cool. Ich weiß, du machst alles über Facebook, also richtig. Soweit ich weiß zumindest. Ja, genau. Du machst keine Suchmaschinenoptimierung, du machst kein sonstiges, andere Arten der Traffic-Generierung. Du hast mit Facebook angefangen und machst Facebook heute noch. Ja. Und du machst Pay-Traffic, ja. Also kaufst du die Leute direkt ein und bezahlst Geld dafür. Ja. War das schwierig für dich? Würdest du das einem Anfänger empfehlen? Wie bist du da rangegangen, damit es funktioniert hat? Weil ich hatte gerade eine Gruppe von mir, der wollte 10.000 Euro leihen von mir, damit er auf Facebook sein Business testen kann. Und jetzt wollte ich dich fragen, braucht man 10.000 Euro dafür, um seine Business-Idee zu validieren? Oder geht es vielleicht auch mit ein bisschen weniger? Also 10.000 Euro ist auf jeden Fall viel zu viel. Ich habe damals alles, ich habe mir keinen einzigen Euro von außen irgendwie geholt. Es ist alles komplett selbstfinanziert und ich hatte nicht mal einen normalen 40-Stunden-Job. Ich hatte meinen normalen Studentenjob mit anfangs 450 Euro im Monat. Später habe ich dann aufgestockt auf 600, 700, 800 Euro im Monat. Das war alles und davon musste ich dann auch noch Sachen bezahlen. Also ich hatte maximal 200, 300, 400 Euro im Monat wirklich übrig, die ich da irgendwie reinstecken konnte.
Und gut, da hatte ich ein bisschen was angespart, aber man kann halt wirklich schon mit ganz einfachen Kampagnen, ich sag mal mit 5 bis 10 Euro am Tag, einfach mal testen. Und da muss man jetzt keine 1.000-Euro-Kampagne am Anfang starten. Mhm. Weil man kriegt da halt auch relativ schnell dann ein Gefühl für, was funktioniert und was nicht. Ist halt ganz wichtig, dass man sich am Anfang nicht zu hohe Ansprüche im Prinzip setzt. Dass man sich sagt, okay, die ersten 1.000 Euro, die ich hier reinstecke, oder seien es 500 Euro, die sind jetzt auch zum Verbrennen da. Das ist einfach Lehrgeld, das ich jetzt zahle. Mhm. Aber ich probiere aus diesen 500 Euro jetzt Facebook-Ads total zu verstehen und zu verstehen, okay, woran sind die Faktoren, probiere mich da einzulesen, probiere irgendwie Werbeanzeigen zu schalten, probieren, was funktioniert da, was funktioniert nicht, andere Leute zu fragen, also da einfach auch ein bisschen Zeit reinzustecken, um das wirklich auch zu lernen. Ja. Und dann kann man da mit ganz kleinen Budgets starten und wenn man dann eine Winner-Kampagne irgendwie gefunden hat, die irgendwie super gut läuft, ja, dann kann man mehr reinstecken und dann, wenn ich weiß, okay, hey Moritz, ich habe hier eine Kampagne, ich stecke da 1 Euro rein und da kommen 5 Euro raus, kannst du mir mal 10.000 Euro leihen, so. Du kriegst in einem Monat 20.000 zurück, so. Ja. Dann wird der Moritz auch ganz anders reagieren. Dann leih ich dir mein Geld. Ja. Sehr cool. Und wie lange hast du gebraucht, bis du sagen konntest, jetzt kann ich davon leben? Ja. Also nicht großartig, aber so, dass du die Miete zahlen konntest und was essen konntest. Ja. Wie lange hast du gebraucht dafür? Das ging bei mir glücklicherweise ziemlich schnell. Mhm. Bei mir war das so nach echt schon 3-4 Monaten der Fall, wo ich das angefangen hatte. Also da war ich dann so bei, ja, habe ich dann ungefähr 4.000 Euro Umsatz dann mal irgendwie in einem Monat gemacht und dann auch die nächsten Monate danach ungefähr gehalten. Das war relativ zügig. Aber halt auch dem geschuldet, dass ich mich am Anfang extrem für die Leute interessiert habe. Hm. Was wollen die wirklich haben? Ja. Die immer wieder nachgefragt habe. Nicht irgendwie so überlegt habe, die könnten doch das und das brauchen. Nein, die Leute wirklich zu fragen, nach ihren Problemen zu fragen, ihnen genau das zu geben, was sie wirklich brauchen. Das ist ein super Tipp. Und dann kann es auch nicht schief gehen. Also am Anfang ruhig mal halt wirklich ein bisschen Marktanalyse zu machen, mit den Leuten zu sprechen, zu skypen, ein Gefühl dafür zu bekommen, was sind wirklich deren Probleme, deren Sprache zu sprechen, zu schauen, welche Inhaltsvideos von dir oder Texte oder was auch immer kommt bei den Leuten gut an, was feiern die und wie kann man denen wirklich noch besser helfen. Wenn man das mal einen Monat lang sich da richtig hinterklemmt und probiert den Leuten einfach nur arschviel zu helfen, dann weiß man einfach, was deren Probleme sind, was die wollen und wie man denen das liefern kann. Und wenn man dann noch den Ansatz verfolgt, erstmal, wenn man das dann weiß und dann geben und dann sagt, hey, ich habe hier ein Angebot, ja, dann verkauft man auch sofort. Und dann braucht man auch nicht lange irgendwie ein Jahr Anlaufzeit, sondern kann das nach 3-4 Monaten alles stehen. Ja, das finde ich ein super, super Tipp, dass man sich wirklich mit seiner Zielgruppe mal hinsetzt und ein Gespräch führt, zum Beispiel ein Skype-Gespräch. Ja, habe ich zigfach gemacht. Zum Beispiel, ja. Oder einfach mal in Foren nachliest, wie beschreiben die ihr Problem überhaupt? Nach welcher Lösung suchen die? Oder auf Facebook zum Beispiel. Korrekt. Weil ich sehe so viele Leute, die fangen mit dem Produkt an und mit dem Verkaufen und jetzt werde ich morgen, ja, verkaufe ich meine 1.000 Dinger und haben sich gar nicht richtig klar gemacht, an wen verkaufe ich überhaupt, wer ist meine Zielgruppe, was ist eigentlich das Problem, beziehungsweise wie beschreiben die ihr Problem, was wollen die überhaupt? Wovon träumen die nachts? Ja. Wovor haben sie Angst? Ja, das fehlt komplett bei vielen Leuten. Und wobei ich denke, dass das der Grundbaustein für jedes Business ist, egal ob on Absolut. Oder offline. Absolut. Dass du überhaupt weißt, welches Problem löst du eigentlich. Total. Total geil. Wenn du jetzt heute zurückschaust, weiß ich, du hast angefangen vor 2 Jahren? Ja, zwei, drei so. 2-3 Jahren. Was waren so deine größten Fehler, würdest du sagen, und was würdest du heute auf jeden Fall anders machen? Größte Fehler auf jeden Fall zu viel kleine Sachen immer probieren. Also es ist so, wenn man irgendwann kommt man an so einen Punkt, dann sieht man an allen Ecken und Enden irgendwie Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Es ist so, dann kommt der irgendwie noch mehr mit einem Projekt um die Reihe, hey, guck mal, wir können noch das und das machen. Dann sieht man so, hier ist noch ein Ansatz, den könnte ich ja auch mal ausprobieren mit meinem Ding. Die größten Erfolge habe ich immer dann gehabt, wenn ich mich auf eine Sache fokussiert habe und die hardcore einfach durchgezogen habe und mich von nichts irgendwie links und rechts ablenken lassen habe. Mhm. Und ich bin immer auf die Fresse gefallen, wenn ich gesagt habe, ja, okay, das läuft ja jetzt ganz gut, aber die andere Sache, die müsste doch eigentlich noch viel profitabler sein, wenn das und das und das. Und dann habe ich
die Sache, die eigentlich total lief, habe ich dann eigentlich mehr oder weniger weggeschmissen. Mhm. Ich dachte, okay, jetzt machen wir die andere Sache. Und dann bin ich jedes Mal richtig auf die Fresse geflogen. Das Gras ist grüner auf der anderen Seite. Das Gras immer grüner auf der anderen Seite. Kennen wir, verdammte Axt. Also wirklich einfach auf eine Sache fokussieren. Bei mir waren es halt zum Beispiel meine Facebook-Gruppen und dieser 14-Tage-Prozess. Mhm. Immer, wo ich mich darauf fokussiert habe, diese 14 Tage noch geiler zu machen, noch mehr Mehrwert zu liefern, gucken, dass die Gruppendynamik noch cooler wird, hinten den Verkaufsprozess noch cooler zu machen. Immer wenn ich das gemacht habe, ging es steil bergauf. Mhm. Immer wenn ich probiert habe, dann, das mit den Gruppen, nee, zu viel Aufwand, ich automatisiere den Kram jetzt, okay, nee, wir machen jetzt hier Verkaufen mit irgendwie Telefon oder dies und das, immer irgendwie verrannt. Immer irgendwas probiert, irgendwas anderes zu machen, weil ich irgendwie zu gierig war, hab gesehen, der macht damit irgendwie ganz viel Geld, ich will das jetzt auch machen. Nicht machen, auf eine Sache fokussieren und eine Sache richtig gut machen. Und nicht eben anfangen, klappt nicht nächste Sache, klappt auch nicht nächste Sache. Eine Sache darauf fokussieren und wie ein Uhrwerk machen, verbessern, 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 und dann wird es hundertprozentig Erfolg haben. Sehr geil. Und ich weiß, heute bist du nicht mehr ganz allein an deinem Rechner und betreibst dein Business. Du hast mehrere Leute, wie viel, 20? 12, 13. 12, 13 Leute auf jeden Fall. Und managst du die alle selber oder hast du da jemanden, der die für dich managt? Also wir waren ein paar Tage unterwegs und Ole ist so ein ganz entspannter Dude, der rumläuft und das Leben genießt. Und ich wüsste gar nicht, ob ich das könnte, wenn ich so viele Leute zu managen hätte und wüsste, die werkeln da alle an irgendwas rum und ich weiß nicht, ob die es richtig machen. Also hast du jemanden, der das alles checkt? Oder wie kontrollierst du, dass es passt mit den Leuten? Also an dem Punkt ein ganz, ganz großes Lob und riesen Dankeschön so an meine, ich nenne sie immer so, meine Teamchefin. Ja. Wir haben das halt bei uns so aufgeteilt, sie ist halt im Prinzip verantwortlich für die ganzen Mitarbeiter, übernimmt die ganze Kommunikation mit den Mitarbeitern, schaut halt, dass im Prinzip so das ganze Daily Business im Prinzip rund läuft. Und meine Aufgabe ist halt eigentlich, das Business wirklich voranzutreiben. Also alle Zeit, die ich reinstrecke, probiere ich zumindest wirklich, dass das Ganze halt Aufgaben sind, um es voranzubringen. Wirklich die Prozesse nochmal zu optimieren, die Verkaufsprozesse zu optimieren, neue Produkte irgendwie zu erstellen, zu erschaffen, interne Prozesse zu optimieren. Aber dieses Daily Business und die Kommunikation und das ganze Management der Mitarbeiter, da habe ich halt wirklich meine Teamchefin, die das halt 1A regelt. Genial. Und die hast du gefunden einfach durch die eigenen Newsletter? Eigene Newsletter. Das sind die besten Leute. Ja, das sind dann die Leute, die dich schon kennen, die motiviert sind, die deinen Kram unterstützen, die dahinter stehen und 1A, super Mitarbeiter. Hammergeil. Okay, jetzt zum Abschluss des Interviews. Wenn du jetzt den Ole Kanapin von vor 4 Jahren vor dir hättest und der sagt, ey, die anderen sind alle im Urlaub, während ich hier arbeiten muss die ganze Zeit und der auch diesen fetten Traum hat vom Online-Business, er will frei werden, er will reisen gehen, wann er Lust hat, wie er Lust hat, welchen Tipp würdest du ihm mitgeben? Also auf jeden Fall probieren, in die richtigen Kreise reinzukommen, heißt Mentor suchen, heißt richtige Leute finden, die schon also am besten schon dort sind, wo du hin möchtest oder zumindest auf dem Weg dorthin sind und weiter sind als du. Das war wirklich die Nummer 1 Sache, die mich am meisten mit hochgezogen hat, dass ich ein paar Leute um mich immer herum hatte, die einfach immer weiter waren als ich, die mich auch motiviert und irgendwie angeheizt haben, wo ich gesagt habe, ey, die sind schon da vorne, die möchte ich jetzt irgendwie einholen, die schon Fehler gemacht hatten, die ich dann halt nicht mehr gemacht habe. Zum Beispiel noch so ein ganz kleines Ding da reingeschoben, mein allererster Launch, wo ich dann so ein Produkt erstellt hatte und dachte so, hey, jetzt verkauft das Produkt und mental, innerlich war ich schon längst Millionär, weil ich dachte, hey, das Ding, das wird sofort jeder kaufen. Ich bin reich bis ans Ende meines Lebens. So, Verkaufsprozess dann gemacht und am Ende hat es keine einzige Person gekauft. Null. Wow. Zero. Wow. Nada. Null. Null Euro gemacht. Null. So. Wow, was hast du denn gemacht? Ja, ich hatte keine Ahnung. Ich, okay. Von Tuten und Blasen keine Ahnung gehabt. So. Okay. Und ich war natürlich am Boden zerstört. So, und ich dachte, scheiße. So, die ganze Scheißarbeit reingesteckt. Und es hat keiner gekauft. Kein einziger. Von 500 Leuten oder so. Nicht einer gekauft. Ja. So, und dann dachte ich, gut, könnte ich jetzt aufhören. Ich wusste halt irgendwie nicht, woran es liegt. Mhm. So, und da hatte ich dann zum Beispiel den guten Andreas Baulich, der mir damals halt gesagt hat, hey, Ole, pass auf,
deswegen hat das nicht funktioniert. Das ist ja ganz, ganz logisch. Mach das mal so, so und so und sofort wird es funktionieren. Mhm. So, und dann habe ich es gemacht und beim nächsten Mal habe ich dann, glaube ich, 5 Produkte für 97 Euro verkauft. So, war schon ganz gut, aber immer noch nicht zufriedenstellend. Ich hatte immer noch so katastrophale Fehler gemacht. Hat er mir wieder gesagt, pass auf, guck mal, es ist auch wieder ganz offensichtlich, du hast das hier hast du einfach grundlegend falsch gemacht. Ja. So, dann habe ich das wieder gemacht und im nächsten Monat waren es dann schon über 2000 Euro und dann im nächsten Monat waren es 4000 Euro, mhm, weil ich halt die richtigen Leute hatte, die mir gesagt haben, hey, das sind die Stellschrauben. Also, um die Frage zurückzukommen, wenn ich mich vor 4 Jahren treffen würde, würde ich sagen, komm da rein. Und wenn man jetzt noch sagt, ey, aber die alle Jungs sind da oben, ich kann denen doch irgendwie nichts geben, wie soll ich irgendwie den Kontakt zu denen bekommen? Ich würde sagen, hey, mach ein Praktikum bei denen, arbeite bei denen for free. Scheißegal wie, aber komm irgendwie Kontakt. Vielleicht gibt es irgendeinen anderen Bereich, wo du den Leuten helfen kannst. Vielleicht sind die dick und du kannst dir beim Abnehmen helfen, vielleicht können die nicht mit Frauen umgehen, du kannst das total gut, vielleicht was auch immer, vielleicht kannst du ihnen einfach eine coole Zeit bereiten, ja, oder mal zum Essen einladen oder irgendwas. Irgendwie probieren da an gute Leute irgendwie ranzukommen, hm, und dann machen. Vollgas, Action. So geil, das höre ich bei jedem Interview. Machen. Ist einfach so. Ja. Ist einfach so. Anders geht's nicht. Sehr geil. Punkt. Ole, tausend Dank für das geile Interview. Super gerne. Und ich hoffe, euch da draußen hat es auch gefallen. Ich schreibe Oles Webseite hier drunter. Wer abnehmen will, in die beste Form seines Lebens kommen will, checkt Ole sein Stuff aus. Und wir sehen uns wieder beim nächsten Interview. Danke dir. Bis dann. Ciao.